Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, AdAdAP. Wir spielen heute Portal. Ja, ich habe Portal schon mal durchgespielt, wenn man hier mal so nachschaut. Ist aber auch nicht so schlimm, es ist schon ewig her. Und außerdem bin ich gerade angetrunken. Ja, ist mal angetrunken. Von daher habe ich sowieso keine guten Chancen. Ja. Und während uns GLaDOS jetzt gleich begrüßen wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werde ich jetzt mir mal ganz kurz was zu trinken zusammenstellen. Na los, GLaDOS. Erzähl mir was vom Tod. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Apertures. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Jo. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Okay. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón. Fallar muchas gracias. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Die Musik ist... kann man im Klo runterspülen, so, alles klar. Wow, lag, ich verstehe es nicht, egal. Gut, es läuft ja jetzt gerade alles doch ganz in Ordnung. Ja, also nochmal herzlich willkommen zu meinem Let's Play vom Portal. Ja, ich muss immer die ganze Zeit damit rechnen, dass GLaDOS mir gleich reinredet, aber ich hoffe, sie tut es nicht. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Yep, genau so sieht das auch aus. GLaDOS wird, glaube ich, mir jetzt noch sehr oft dazwischenreden. Und das um, keine Ahnung, wie spät haben wir es denn gerade? 1.37 Uhr. Ja, es ist schon wieder früh morgens. Also wie immer. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Ja, dann komm. Gib mir das Portal dafür. Perfekt. Ja, ich weiß, so bin ich. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Okay. Ja, ich werde jetzt auch gleich mal gucken, ob die Soundaufnahme soweit in Ordnung ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir mich gleich wieder, wenn es heißt, Ladedaten. Genau. So, ja. Okay, gut. Würde ich sagen, schaue ich jetzt mal ganz kurz nach. Ich bin dann auch gleich wieder für euch da. Bis gleich. Okay, und da bin ich auch schon wieder. Er hat den Sound aufgenommen. Sie machen sehr schön. Das sehr gut. Danke. Beachten jetzt lasse ich durch. Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materials. Ja, jetzt halt doch. GLaDOS! Das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ja, schön. GLaDOS, Mensch, ich führe hier ein Let's Play, da kannst du mir nicht dazwischen reden. Oh, eine Tür. Yay. Komm in meine Arme. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Du redest mir. Blicken Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Endlich ist es ruhig. Mann, ey, ich würde auch mal hier was sagen. Kann mir doch nicht ständig dazwischen reden. Ja, jetzt sei ruhig. So ein bisschen kenne ich das noch.
Stören Sie den Kandidat, der auf sein Türverteiler bietet sich an, um auch Sie testen zu lassen. Bitte, jetzt haben sich die ganzen Tonspiele überschnitten. Ich glaube, ich war doch zu schnell. Ja, das ist das Problem. Man kennt die ersten Kammern noch auswendig. Bei den späteren muss man dann doch wieder überlegen. Ich denke, das kennt jeder. Ach, komm schon. Ja, lade Daten, dann trinke ich doch kurz einen Schluck. Ja, witz mich jetzt. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind schon nicht schlecht. Danke. Sagt man mir öfters. Oh, da ist das Radio. Auch das war wieder sehr gut. Gab's denn nicht irgendwie einen Erfolg damit? Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Also ich denke, man sieht, ich habe das Spiel echt noch nicht gut gespielt. Oh, GLaDOS! Also wie ihr seht, ich glaube, man hat gesehen, dass ich noch nicht sehr viele Erfolge geholt habe. Ich glaube, es gibt doch gar nicht so viele bei Portal 1, oder? Ich glaube, Portal 2 war ja mehr mit den ganzen Erfolgen. Ich habe eigentlich jetzt einen Haufen Gesprächsthemen mir vorbereitet, aber jetzt fällt mir halt wieder ein, dass GLaDOS mir die ganze Zeit dazwischen reden wird. Das ist jetzt das Problem. Ich denke, die werde ich mir dann auch für später aufheben. Na komm. Manche Objekte sind wichtig für ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Hui. Nein, obwohl doch. Yay. Hui. Und hui. Zack. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheit. Oh, wo gibt's doch hier bestimmt wieder sowas? 3, 2. Ich hab's schon wieder falsch gemacht. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja, ja, so bin ich. Okay. Weil da bei dem Radio kriege ich jetzt glaube ich schon mal nicht hin. Egal, ist mir auch egal. Ich will ja nicht die ganzen Errungenschaften holen. Dafür könnt ihr euch ja im Walkthrough anschauen. Ich würde gerne so gern meine ganzen Themen erzählen. Ich habe mir 8 Themen vorbereitet, aber klar, das wird mich jedes Mal dazwischen labern. Ja, Kugel kann mir ein Gesicht fangen. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann das unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ja, ja, so bin ich. Ich war schon immer was ganz Besonderes. Ihr braucht euch auch nicht wundern, ich nehme das hier an einem Stück auf, heißt, ich werde einfach mittendrin schneiden, werde mich also nur, ja, wenn ich wirklich mal eine Session beende, verabschieden. Oder wenn ich mir was zu essen mache. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm schön. Und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Ja, ich bin doch schon durch. Mensch, klar, du bist viel zu langsam heute. In Porte 2 bist du besser. Und ja, Porte 2 wird auch irgendwann kommen, glaube ich. Wo ich jetzt eigentlich auch schon gleich eins meiner Themen ansprechen kann. Meine Projekte, die ich in nächster Zeit plane. Muss nur aufpassen, dass Claudio jetzt nicht dazwischen labert. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen so klar hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Achso. Na, reicht es noch? Reicht es noch? Es reicht. Ah, der Boss. Sehr schön, so muss das sein. Jetzt muss ich nur diesen Sprung hier hinkriegen. Ey, das wäre doch richtig geil, wenn ich das Spiel wirklich durchschaffe, ohne einmal zu sterben, oder? Was würdet ihr davon halten? Wäre ich dann cool? Sagt man das, dass man dann cool ist? Oder sagt man dann, dass man doch ein Hardcore-Let's Player ist? Oder beziehungsweise ein Hardcore-Zocker? Hui.
Ich höre hier schon wieder ein Radio. Wo ist denn das Radio? Wieso höre ich die ganze Zeit das Radio? Habt ihr das Radio gesehen? Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein... Wo ist denn das Radio? ...dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Jetzt sei doch mal ruhig. Wo ist denn das Radio? Das muss doch irgendwo da hinten sein. Ich hab's gar nicht jetzt gesehen. Egal. Ist ja auch egal.